In diesem Video erfahrt ihr... Nee, warte. Weil der Robin keine Ahnung hat, wie man Dachfenster einbaut, richtig, ist er zu mir gekommen und ich habe ihm gezeigt, wie das geht. Und das schauen wir uns jetzt an. Also vorher waren ja die Spachen alle eingeteilt mit 60 cm circa. Das sind dann einfach von oben von der Traufe bis zum First durchlaufend gewesen. Wenn wir jetzt das große Loch für das Fenster reinschneiden, schneiden wir den Spachen durch und er würde im Prinzip nach unten fallen, weil er ja keinen Halt mehr hat, weil sein Auflagerpunkt quasi genommen wird. Dafür wird dann das Wechselholz eingebaut, das ist der hier, der dann wieder verbunden ist mit den Stichen über die zwei Außenspachen, die dann durchlaufen. Wenn die miteinander verschraubt, hier kommt noch ein Balkenschuh unten dran und seitlich kann man das dann auch nochmal mit Stahlwinkeln verstärken. Brauche ich für sowas einen Statiker eigentlich? Das kommt darauf an, wie groß, wie schwer die Fenster sind. Wir haben hier einen Statiker mit im Bad, mit dem haben wir dann auch die Situation hier mit dem Fenster durchgesprochen, dass wir das dann dementsprechend so machen wollen und er hat dann gesagt, okay, der die Auflagerpunkte quasi gemessen hat, gesehen, dass wir einen 820er Spachen haben und die sind stark ausreichend genug für die Last dann über die Wechsel abzutragen. Ja. Ja, wir müssen jetzt erst den Flügel raushängen aus dem Rahmen. Das ist dann einfacher, ne? Also erst den Rahmen rein, dann kann man den ausrichten und dann hängen wir später den Flügel dazu. Das sind die Montagewinkel. Okay. Auf denen das Fenster dann später liegt. Das heißt, die werden einmal am Rahmen praktisch genau. Das ist eigentlich alles hier vorgebohrt. Hier sind die Einkerbungen. Probieren wir zwei Schrauben rein. Sind die dabei? Ja, ist alles dabei. Unten und oben natürlich. Und bei den ganz schweren Fenstern, also das ist ja jetzt ein dreifach verglastes Fenster drin. Und das wiegt knapp 80 Kilo. Das sind dann seitlich auch nochmal Winkel, weil das Fenster ja sich auch um den Mittelpunkt dreht. Ja. Das heißt, du hast halt, wenn es auf der Schwingstellung ist in der Mitte, dann hast du die höchste Belastung halt hier auf den mittleren Scharnieren. Und dafür sind dann da auch nochmal kleine Winkel dabei, dass man, okay, dass das nicht so durchhängt. So, hier handelt es sich um ein Duo-Fenster. Hier gibt es die besondere Situation, dass es hier so einen Blendspachen in der Mitte gibt. Dadurch, dass wir unser Fenster aber außen auf der Lattenebene einbauen, rutscht natürlich der Blendspachen auch hoch und hat nicht mehr die Möglichkeit, so befestigt zu werden, wie es eigentlich laut Anleitung gedacht ist. Deswegen behelfen wir uns dann mit so Klötzen und schrauben den von oben fest, weil ich will den trotzdem als Blende zwischendrin haben. Würde der normale Spachen durchlaufen, der geht bis hier runter. Bis der noch verkleidet ist, hat man nicht mehr die Wirkung von den zwei nebeneinander liegenden Fenstern. Also das ist jetzt sehr schmal. Und die Fenster liegen ziemlich nah hier drin. Das heißt, ich habe hier eigentlich eine relativ große Kopffreiheit. Und dass das dann in der Mitte nicht stört, dass man dann nicht mehr diese hohe Verkleidung in der Mitte hat, gibt es extra diesen Blendspachen. Das heißt, das sieht man nur noch später, den Teil. Genau, das wird ja dann alles hier später unten senkrecht und oben waagrecht verkleidet. Dass man dann von der Thermik her, von der aufsteigenden Luft, dass die senkrecht in die Verkleidung aufsteigen kann, kann in der Scheibe lang wandern und kann dann waagrecht oben wieder raus, dass ich keinen Hauwasser in den Ecken bekomme. Ich zeichne das dir hier hin. Dann habe ich hier diese aufsteigende Luft, die steigt auf, sammelt sich irgendwo hier, staut sich und geht hier wieder raus. Das heißt, ich habe hier und hier eigentlich Ecken, wo wir keine Verwirbelung an Luft haben. Und dann hat man total oft hier Kondenswasser unten an den Scheiben drin. Deswegen soll man senkrecht und waagrecht die Innenverkleidung machen. Dann kann die Luft aufsteigen, kann wirklich in jedes Eck und oben auch wieder gerade raus. Das Fenster legt sich jetzt hier auf die Nut und dann wird jetzt das Dichtband aufgelegt, dass das Fenster dann hier innen drin winddicht ist. Wir kleben das von außen dann nochmal auf den Spachen, okay, dass wir nochmal einen dampfdichten Anschluss haben. Und später kommt ja von unten die Dampfbremse hoch und wird dann innen drin angeschlossen. Aber hier ja nicht mehr, weil das ja jetzt sichtbar ist. Der Spachen hier, dieser Blendspachen ist in dem Bereich jetzt sichtbar. Hier passiert nichts mehr. Da kann ich jetzt nichts mehr drin ankleben. Ja, und die Nut von dem Fenster ist dafür da, dass eigentlich die Dampfsparre drin angeklebt wird. Und das geht halt hier jetzt nicht. Okay. Deswegen wird dieses Dichtband hier reingelegt. Ja. Guck mal hier. Sehr gut. Haben wir auch mit drauf. Gut. Ja, ich muss ja hoch, ne? Ich hab oben. Du bist auf die andere Seite. Fällst unten mal ins Eck. Jetzt
legt sich das schon mal auf dieses Lichtband drauf. Genau, also von der Seite siehst du das jetzt quasi, das ist schon fertig hier drin, ne? Okay. Das ist der Dämmrahmen außen, den kleben wir dann auch nochmal hier innen drin ab, dass wir eine winddichte Verkleidung haben, ja. Also dass wir jetzt theoretisch kein Durchzug mehr haben, kleben wir hier einmal winddicht ab und dann wird später die Dampfsperre hochgeführt und hier innen drin in der Nut angeklebt. Okay. Hier unten ist extra in der Nut, ist dann der dampfdichte Anschluss zu machen. Okay. Was ja jetzt hier nicht ging, durch diesen Blendsparren, ne? Ja, das ist schon, also das ist jetzt schon praktisch die endgültige Dichtigkeit hier. Genau, da wird jetzt noch runtergeschraubt, der Rahmen, aber das, wir legen jetzt dann quasi, erst hängen wir den Flügel ein oder machen die andere Seite. Das heißt, das zieht sich wahrscheinlich sogar noch ein kleines Stück ran dann. Das zieht sich krass ran, ja. Okay. Das ist dann dicht, ja. Das liegt richtig satt drauf. Gut, wir könnten aber vielleicht den einen schon mal einhängen. Und dann haben wir hier schon mal ein bisschen Gewicht drauf zum Ausrichten. Siehst du jetzt gleich die kleinen Nippel? Okay. Wir klappen das jetzt einmal um und dann springen die wieder raus und dann ist es eingerastet. Okay. So ist schon. Jetzt gucken sie raus. Und wenn du es wieder aushängen willst, dann musst du gerade hier die Dinger reindrücken. Links, rechts und das war's. Das sieht ja schon aus wie ein fertiges Fenster. Jetzt sind die Federn aber noch nicht gespannt, dass das Fenster auch stehen bleibt, wenn man es öffnet, weil das hat jetzt, das kriegst du so gar nicht hoch, ne? Also okay. Das hat ja ein Mordsgewicht auch, die riesige Scheibe. Ja. Und die Federn ziehen dann natürlich die Scheibe hoch. Dann balanciert sich das also aus, ne? Genau, das steht, das muss, genau. Und die Federn sitzen oben drin. Die Federn sind hier oben außen drin, ja. Ah ja, okay. Und da kommst du jetzt nur von außen dran. Ja, die Federn musst du eigentlich gar nicht einstellen. Also das ist, am Anfang sind die so gut gespannt, dass du die nur einrasten musst und das war's. Okay. Genau, und jetzt bleibt die Scheibe stehen, ne? So, jetzt kannst du die stehen lassen und das war's. Jetzt sieht das Ganze recht gut aus. Was wir jetzt kontrollieren müssen, sind die Spaltmaße seitlich und unten. Das heißt, links, rechts sieht es eigentlich recht gut aus. Das ist ziemlich parallel. Aber unten, wenn ich das jetzt leicht anhebe und du fluchtest jetzt hier durch, ne, siehst du, dass ich hier bündig bin und hier 2-3 mm Luft habe. Ja, ja. Das heißt, ich muss in der Diagonal gegenüber, weil das ist waagrecht, das haben wir schon kontrolliert. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht einfach hochdrücken, weil dann passt es nicht mehr. Ich muss jetzt in der Ecke hinten diagonal hochdrücken. Wenn ich jetzt hier hinten hochdrücke, kommt die Scheibe automatisch hier vorne ein bisschen runter. Und so wirst du das dann unten ausgleichen. Ganz wichtig eigentlich, gerade bei den großen, schweren Fenstern, bei den dreifach verglasten, dass die sauber drin liegen. Ja. Weil sonst verstellen sich die Scharniere oder so, gibt es Spannungen und so weiter. Wir haben doch die Montagewinkel oben und unten drauf geschraubt. Und wenn ich in einen Montagewinkel die Schrauben löse und druck den ein bisschen hoch, dann kommt automatisch Also am Rahmen dann noch. Genau, ne? Am Rahmen wird das jetzt, weil das hängt ja jetzt quasi im Rahmen drin. Ja. Das wird extra alles mitgeliefert in drei verschiedenen Stärken, ist Unterlegmaterial dabei. Für ein Dach in dem Zustand reicht das aus. Wenn du jetzt eine richtig uralte Gurke hast, dann musst du halt dir ein bisschen Unterlegmaterial selber schneiden. Ja. Dann schiebst du das. Hat jetzt die Schrauben rausgedreht? Ja. Hast du die Schrauben raus? Ja. Dann drücke ich das jetzt hier ein bisschen hoch. Mach ab. Und jetzt müsste ich hier unten schon eine Veränderung sehen. Wie? Jetzt schraub mal fest. So ist es perfekt. Mhm. Und man sieht am Lichtspalt jetzt ziemlich gut. Genau, das ist, ich gucke immer, dass ich hier so unten drunter durchgucke, dass ich außen den Lichtspalt habe. Also ich sehe es überhaupt. Millimeter oder weniger. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Ja, und das ist dann wirklich gut. Dann liegt es jetzt wirklich sauber, liegt jetzt der Flügel im Rahmen drin. Okay. So ist perfekt. Muss ich dann mit der Zeit noch irgendwas Wartungsmäßiges machen bei dem Fenster? Also man muss da irgendwas ölen, schmieren? Das ist dann auch wirklich unterschiedlich, in welche Richtung die Fenster ausgerichtet sind. Auf den Südseiten trocknen die Fette natürlich schneller aus als auf der Nordseite. Ja. Also das ist tatsächlich so. Mit ein bisschen Fett rein und einfach noch mal so die ganzen Gelenke abgeschmiert. Ja, und manche, die putzen das 5-mal die Woche. Das ist so... Ja, verliebt ins Fenster. Ich nicht. Gut. We'll be right back.